Es ist mega heiß heute, aber trotzdem geht bitte nicht nackt in eine Runde rein. Also bitte nicht mit einer Axt, auf Budget-mäßig. Es macht keinen Spaß, es frustriert. Nehmt eine Mindestausrüstung mit. Ich gebe euch eine Budget-Ausrüstung mit, dass ihr euch noch verteidigen könnt gegen Gegner, dass ihr nicht vor jedem wegrennen müsst, dass die Runde noch Spaß macht und dass ihr looten könnt und das Ganze mit minimalem Geldaufwand. Auf geht's, ab geht's, los geht's. Zuallererst holen wir uns unseren Rucksack. Und zwar wird das natürlich der billige kleine weiße Rucksack für 600. Und dazu nehmen wir uns eine weiße Rüstung, ein weißes Helm. Warum so viel Geld ausgeben für Rüstung und Rucksack? Rucksack ist klar, ihr braucht mindestens ein bisschen was zum Looten, sonst macht es keinen Sinn. Ihr müsst jeden Loot liegen lassen. Und bei der Rüstung ist es so, dass die weiße Ausrüstung schon sehr, sehr viel ausmacht. Also sowohl weiße Rüstung als auch Helm verteidigen euch schon mega. Also es ist ein riesen Unterschied, als wenn ihr ohne Rüstung reingeht. Der Unterschied von der weißen zur grünen ist auch noch gut. Von der grünen zur blauen wird es immer weniger. Von der blauen zur lilanen ist kaum noch Verbesserung da. Das heißt, ihr habt wirklich einen riesen Benefit mit der weißen Rüstung im Budgetbereich. Wenn wir jetzt zu der Waffe kommen, gibt es hier verschiedene Optionen. Eine super Option, zum Beispiel die C32 Bolt Action zu kombinieren mit einer zweiten Waffe. In dem Fall zum Beispiel mit der AR-55, die an sich schon alleinstehend eine super tolle Waffe ist. Wir gehen aber einen anderen Weg und gehen zu Osiris. Bei Osiris gibt es die Manticore, die ein super Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Die ist jetzt schon mehrfach genervt worden. Also einmal hat sie einen Schadenspunkt weniger. Und zum anderen hat sie einen Recoil-Pattern, eine Recoil-Pattern-Erhöhung bekommen. Das heißt, sie schießt etwas schlechter auf mittlere und lange Distanzen. Aber es macht sie trotzdem noch zu einer tollen Allround-Waffe. Deswegen kaufen wir sie für 900 und holen uns da auch noch die Aufsätze dazu. Und zwar ist es wichtig, diesen Recoil-Nerf entgegenzuwirken. Deswegen holen wir uns alle Komponenten, die den Recoil-Wert reduzieren. Das wären die mittelgroße Mündungsbremse. Der taktische Hintergriff reduziert den Recoil-Wert leider nicht, aber er hilft uns etwas schneller ins Visier zu gehen. Und das ist der einzige brauchbare Griff für uns, deswegen der taktische Hintergriff. Dann ein mittlerer Schnelllader, um schneller Munition nachzufüllen. Super, super wichtig, meiner Meinung nach. Ein Zweifachvisier, damit sind wir sowohl auf Kurzdistanzen im Hipfire als auch auf mittlere bis lange Distanzen relativ gut gewappnet. Der angewinkelte Frontgriff, der hilft uns weiter, den Recoil zu reduzieren. Taschenlampe ist meine persönliche Präferenz, braucht ihr jetzt nicht mitzunehmen. Ich hätte gerne, Lager voll, immer eine Taschenlampe dabei, ich kaufe sie gleich. Und der Standardschaft gehört auch noch dazu, er reduziert den Recoil-Wert weiter. So sieht das Ganze dann aus. Wir haben also lauter Komponenten, die den Recoil reduzieren. Bis auf den hinteren Griff, er erhöht sozusagen die Geschwindigkeit, um ins ADS zu gehen, also um die Waffe ins Visier zu nehmen. Zweipunktvisier und das Magazin zum schnelleren Nachladen. Für mich noch die Taschenlampe on top, bitteschön. Kommen wir zu einer Munition und hier gibt es eigentlich kein gut oder schlecht, aber man sollte auf keinen Fall zu wenig Munition mitnehmen. Meine Wahl fällt hier auf 6 Stacks für die mittlere Munition. 6 Stacks. Was Heilung angeht, würde ich gerne 10 graue Spritzen mitnehmen. Aber solltet ihr die grünen freigeschaltet haben, dann nehmen wir natürlich die grünen. Und ich denke, die 99% von euch haben die grünen Spritzen freigeschaltet. Die kaufen wir aber nicht, sondern wir craften sie. An der Crafting-Station angekommen, können wir auf die Verbrauchsgüter klicken. Und hier sehen wir die Spritzen zu einem Zehntel der Preis. Also bei Osiris kosten sie 3000. Hier kosten sie 300. Und wir können sie drucken für 300 und alte Medikamente, einen Pilz und ein Wasserkrautfilament. Das Zeug solltet ihr super leicht finden oben in den Sümpfen. Wenn ihr Medikamente übrig habt, die geben super wenig Geld, also es lohnt sich nicht, die zu verkaufen. Aber sich für Spritzen zu verkraften, das lohnt sich. Also drucken wir hier die grünen Spritzen, 5 oder 10 Stück. Wir haben jetzt alles zusammen, was ihr für einen Budget Run braucht. Ihr könnt jetzt noch eine Granate mitnehmen. Entweder eine Gasgranate für PvE, ganz nützlich hier und da, aber auch für PvP. Oder natürlich normalen Granaten, die sind sehr, 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 sehr stark. Da eine oder zwei mitzunehmen, lohnt sich absolut. Ich würde allerdings für einen Budget Run nicht extra Granaten kaufen, sie sind relativ teuer. Liegt in eurer Präferenz, ob ihr überhaupt Granaten benutzt. Bringt auch nichts, 5 Granaten im Koffer zu haben und die nie zu benutzen. Generell sind Granaten sehr stark. Eignet es euch an, die zu werfen, sie zu benutzen. Und wenn ihr welche rumliegen habt, dann nehmt wenigstens eine mit, um auch mal eine Granate zu werfen. Ich persönlich würde auch nicht darauf verzichten, eine Skin auf die Waffe zu packen. Das gehört sich einfach. Deswegen einmal mittlere Maustaste, kosmetische Optionen. Und da werdet ihr irgendwelche Skins haben von Twitch Drops oder von sonst woher. Und ja, nehmt die Skin eurer Wahl. Und dann sind wir eigentlich ready to go. Beim Starten solltet ihr schließlich noch bedenken, die Gegenstände zu versichern. Also die Manticore und die Rüstung sowie Rucksack versichern. Packt die bitte alle in die rechte Seite. Das kostet euch 2086 Geld. Und ihr bekommt 5215 Geld wieder, wenn ihr sterbt. Es lohnt sich also absolut immer, immer, immer zu versichern.
zumindest die Geldversicherung. Die Ausrüstungsbergung lohnt sich wirklich bei seltenen Gegenständen, die ihr auf jeden Fall zurückhaben wollt. Da könnt ihr mal eine Waffe versichern, zum Beispiel epische oder natürlich alle legendäre Waffen und so weiter. Und diese könnt ihr auch mit euren Sternen hier mit der Währung sozusagen versichern und gebt damit kein Geld aus. Also das lohnt sich schon. Aber für diese Budget-Ausrüstung natürlich auf jeden Fall die normale Geldversicherung. Die bitte immer, immer, immer mitnehmen. Bevor wir zusammenrechnen, erstmal Dankeschön fürs Zuschauen bis hierhin. Ich würde mich über ein kostenloses Abo auch sehr freuen. Es motiviert unglaublich, solche Videos zu machen. Also vielen Dank schon mal für alles. Und der Bonustipp lautet, packt euren Schalldämpfer in die Sicherheitstasche. Gerade für so einen Budget-Loadout könnt ihr den Schalldämpfer hier reinpacken. Es kostet 2 Kilo. Ihr habt dann 2 Kilo weniger, also ihr müsst es abwägen, ob sich das für euch lohnt. Aber gerade als Solospieler ist es unglaublich wertvoll, mit einem Schalldämpfer rumzulaufen. Ihr könnt im Raid den Schalldämpfer ganz leicht mit eurer Mündungsbremse tauschen und wieder zurücktauschen. Im PvP lasst ihr einfach die Mündungsbremse dran und den Schalldämpfer in der Sicherheitstasche. Das heißt, im Endeffekt mache ich es so, dass ich, wenn ich PvE-Kämpfe habe, dann kurz den Schalldämpfer drauf mache, wieder runternehme. Ihr seid dadurch sehr, sehr, sehr lautlos. Und ja, der Grund ist einfach, dass ihr dadurch den Schalldämpfer immer wieder zurückbekommt. Er ist relativ wertvoll, er ist teuer zu craften. Der eine oder andere von euch wird vielleicht sogar gar keinen Schalldämpfer haben und den Wert zu schätzen wissen. Gerade wenn man schon mit solchen Budget-Loadouts rum muss, dann muss man nicht unbedingt einen Schalldämpfer verlieren bei so einer schönen Runde. Aber verzichten darauf muss man auch nicht. Summa summarum habt ihr jetzt eine Ausrüstung, mit der ihr wirklich jeden Raid machen könnt. Ihr könnt euch verteidigen, könnt Gegner angreifen, ihr könnt PvE machen, ihr könnt PvP machen, ihr könnt looten. Und wenn ihr Gegner tötet, könnt ihr natürlich den besseren Loot mitnehmen, größeren Rucksack und so weiter. Und das Schöne ist auch, ihr könnt, wenn ihr die Runden überlebt, euch auch selber belohnen, euch sozusagen so einen Benefit geben. Okay, ich habe eine Runde überlebt, ich rüste meinen normalen Rucksack jetzt auf einen grünen Rucksack oder die Rüstung auf eine grüne Rüstung und so weiter. Ich mache bessere Komponenten an die Manticore dran oder ich verbessere die Waffe insgesamt. Und so kann man sich auch selber belohnen und so psychologisch gesehen, das heißt eine ganz coole Methode, sich sozusagen sein Überlebensziel zu belohnen. Und wenn man dann stirbt, fängt man wieder mit einer Budgetrunde an. Das ist auch eine ganz witzige Vorgehensweise. Was die Kosten jetzt angeht, wir haben für die Rüstung, Helm und Rucksack 1430 Mark bezahlt. Die Manticore hat 9000 gekostet, die Komponenten 3300. Die Munition hat 1380 gekostet und die 10 Spritzen 600. Für die Versicherung haben wir nochmal 2000 bezahlt, kriegen aber 5200 zurück, haben also sozusagen hier einen Benefit von 3200 Mark. So dass wir insgesamt, wenn wir alles zusammenrechnen, auf 12.500 Mark kommen. Also genauer gesagt 15.600 abzüglich der Versicherung und das Geld, was wir wiederbekommen. Deswegen 12.500 für diese schöne Ausrüstung. Holy moly, also wunderschön, wunderschön. OMGs, wunderschön.